Hallo zusammen, hallo Freunde. Jetzt zeige ich euch erstmal das getrocknete Bild. Ich finde es cool geworden. Und das war ja vom letzten Video. Dann möchte ich heute mit euch dieses Bild machen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wie ich es mache, erkläre ich natürlich wieder. Und dann würde ich sagen, lasst uns gleich starten. Ich habe Bock drauf. Dann bis gleich. Okay, Freunde, ich habe hier noch die Farben vom vorigen Bild übrig. Bevor ich die wegschmeiße, nutze ich die natürlich. Gelbgrün, Schwarz, Havanna Braun, Primär Gelb und Kirschrot. Und Rosenberg mit Weiß habe ich diesmal angerührt. So, was ich jetzt aber mache, und zwar vom Cell Creator, tue ich in die Farben überall so zwei Tropfen rein, nicht mehr. Und zwar diesmal in alle Farben, auch in Schwarz. So, natürlich nicht in Weiß. Okay. Etwas umrühren. Machen wir dann wieder ein Kissen mit Weiß. Viele Blasen drin, frisch angerührt. Lass mir aber etwas Weiß übrig. Ja, viel brauche ich nicht. So. Verteilen wir es kurz mal wieder. Bisschen auf dem Bild. Gut, ich kann es auch ganz laufen lassen. Aber die Kanten sind nicht so schlimm, weil ich es nachher eh noch mal laufen lassen möchte. Darum ist das jetzt okay. Machen wir es halt geschwind. Ja, das reicht. Kanten, wie gesagt, kommen nachher noch. Da läuft es noch ein bisschen. Das passt. Okay. Kurz entlüften. Bisschen ausmachen. So gut wie halt. So, ich brauche jetzt gar nicht viel Farbe, weil ich möchte mir ja danach mit dem mit der Spachtel drüber swipen. Bleibe jetzt eigentlich auch mehr in der Mitte. Zack. So, von den dunklen Farben nehme ich jetzt nicht so viel. Nehmen wir das Grün noch mit. Ziehen wir einfach nur so Linien geschwind. Und natürlich noch ein bisschen Schwarz für den schönen Kontrast. Okay. Komm. Spaß muss sein.
Okay. Das war's eigentlich schon. Ich habe wieder ein Haar. Ja, so ist es, wenn man Katzen hat. Gut. Im Weiß habe ich ja wie gesagt kein Silikon drin. Lassen wir das kurz, vielleicht nochmal die Gläschen rausmachen. So. Ich nehme jetzt hier mal eine größere Spachtel, damit ich mehr Fläche habe und ziehe mir das mit Weiß befüllt und dann hier drüber. Ihr seht jetzt natürlich, es reagiert schon leicht. Also ähnlich gesagt wie ein Swipe. Schon weg. Okay, sorry. Das war jetzt wieder dieser Vorführeffekt. Ich überlege gerade, ob ich eine weitere Spachtel nehme. Ich nehme mal diese Spachtel hier. So. Zweiter Versuch, ja. Schön sauber machen. Wieder das gleiche Spiel. So, jetzt gehen wir mal die andere Seite entlang. Ihr seht, ich bin Linkshänder, links geht es besser. Gar nicht so viel. Ich glaube, das wipe ich noch mal drüber hier. Mach vielleicht noch einen hier in der Mitte. Lass es immer schön ausfahren. Okay. Nicht da rein. Jetzt erhitzen wir das ein bisschen. Dann seht ihr auch schon, wie es reagiert. Und normalerweise solltet ihr es etwas einwirken lassen. Wartet mal. Hier passiert nicht so viel.
Dann ziehen wir das einfach nochmal rüber ein bisschen. So, einmal kurz erhitzen. So, was ich sagen möchte oder wollte, lass es ein bisschen einwirken, bis die Zellen ein bisschen wachsen. Und dann etwas laufen lassen. Ich mache es halt jetzt schon. Nicht zu arg laufen lassen. Ihr könnt es natürlich auch so lassen. So ist auch schon ganz cool. Aber einfach um zu zeigen für euch. Wie gesagt, ich muss ja auch noch die Kanten zu bekommen. Dass ihr seht, dass man es noch ein bisschen ausdehnen kann. Müsst ihr halt vorsichtig langsam machen. Da ist halt eh noch ein bisschen Farbe an die Kante hin. So, die ist zu. So, ich drehe es um für euch. Dann seht ihr es besser. Ihr seht immer, es braucht immer ein bisschen und dann zieht es sich erstmal zusammen und das ist auch das Gefährliche. Je nachdem, wo oder wie ihr geswiped habt. So wie da jetzt. Aber das kommt noch. Ich will jetzt auch die Kante zu bekommen. Ja, aber es sollte mir nicht weglaufen. Okay. Jetzt haben wir es in diese Ecke getrieben. Wieder zurück. Und dann gehen wir nach unten. Diese Seite auch noch ein bisschen. Wie gesagt, wenn es ein bisschen drüber läuft, ist ja nicht schlimm. So, wieder herholen. So haben wir jetzt eigentlich auch alle Ecken voll. Also wie gesagt, ihr müsst dich, ihr könnt es auch so lassen. Aber so finde ich es eigentlich ganz cool. Ja, passt. Hoppa. Schauen wir halt, dass wir die Kanten noch alle weiß bekommen. Aber das passt soweit, außer da hinten siehst du da nicht.
Gut. Okay, cool, das war's eigentlich schon. Ihr habt halt den schönen Effekt durch diesen Cell Creator. Ihr habt hier aber schöne Linien auch. Hier diese Zellen. Also ich finde es mega cool. Und natürlich schon wieder ein Rad drin. Okay, ganz nah. Gut, Freunde. Dann lasse ich es geschwind noch ein bisschen einwirken und dann zeige ich es euch natürlich von nahem wieder. Dann bis gleich. So, zusammen. Jetzt mal von nahem. Seht ihr mal, es hat ein bisschen nachgearbeitet, ganz klar. Aber seht ihr, was da Schönes rauskommt? Vor allem jetzt hier auch diese weiße Zellen. Also mir gefallen diese nur schattierten Zellen auch mal ganz gut. Weil das einfach auch vom Kontrast her zu diesem bunten, wo wir jetzt dazu kommen. Jetzt zum Beispiel in der Mitte wenig Zellen, weil ich ja da nicht so drüber geswiped bin. Und man hat halt einfach dieses Weiße dazwischen. Hier unten fahren wir nochmal hoch. Jetzt auch. Und hier halt durchs Auseinanderziehen einfach auch noch diese Linien, was ja eigentlich auch Zellen waren. Ja, da könnt ihr wirklich arbeiten, spielen, wie ihr möchtet. Und wie gesagt, ihr könnt es auch so stehen lassen, so wie es am Anfang war. Also jedem, wie es gefällt. Okay, cool. Dann war es das wieder von mir. Kann sein, ich kann es nicht versprechen, kann sein, dass wenn es getrocknet ist, das stelle ich ein bisschen später ein noch, das Video, zeige ich euch hier gleich das getrocknete Bild. Okay, cool. Dann wünsche ich euch was. Ich hoffe, euch hat es gefallen, was gebracht. Einfach mal zum Nachmachen, Inspiration. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.